Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bloodborne The Old Hunters. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, hier im Fischerdorf. Und unser heutiges Ziel ist es auf jeden Fall, den Brunnen zu clearen. Es ist wieder einigermaßen spät, kurz vor 11, vielleicht sogar schon kurz nach 11. Ja, unser heutiges erstes Ziel, Brunnen clearen, gucken, was da ist, weil ich habe so die Vermutung, dass es da irgendwas Tolles gibt. Normalerweise macht From Software sowas nicht. Bin ziemlich heiß drauf. Weil nachdem wir gestern so einen schönen Flow hatten, freue ich mich weiterzumachen. Ich muss aber noch ein bisschen. So, so ist besser. Ein bisschen leiser machen. Laser nicht, die Zauber des Todes. Ich frage mich, was passiert, wenn die mich treffen, aber ich will es nicht rausfinden. Ich mag die Waffe ja immer noch. Bock. Kommt der Dicke wieder. Nicht gut. Bin dann ein bisschen konzentriert. Aber ich muss auch erstmal wieder in den Redefluss kommen, bevor ich wieder ausschweichend die Dialoge führen kann hier. So. Rein in den Brunnen. Problem ist halt im Vergleich zum anderen, dass der auch noch eine Keule hat. Komm. Okay, ich kann ihn auf jeden Fall nicht parieren. Boah, Alter. So viel dazu. Versuche 1 gescheitert. Ich habe leider das Moveset von dem Dicken mit der Keule noch nicht raus, ne? Ist nicht ganz so einfach wie mit dem Typ mit den Fäusten, der immer nur versucht, einen zu umarmen. Aber naja. Weiter geht's. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Habe ich da eigentlich Seelen gehabt? Ich habe es schon wieder vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Wir haben auch immer noch Gatling Boy auf der Rechnung. Den werden wir uns auch irgendwann nochmal vornehmen. Da wird das große Finale nach dem Endboss wahrscheinlich. Thank you.
Oh, oh. Habe ich doch gesagt, ich wollte es eigentlich nicht ausprobieren, aber so viel Schaden machen die gar nicht. Ich denke mal, wenn mich da alle auf einmal treffen, dann haben wir ein Problem. Oh, lecker, da kommt so richtig ein Fischzug raus, gar kein Blut. So, diesmal ignorieren wir die anderen draußen, weil wir wollen ja hier nur den Dicken. Ich frag mich gerade, wenn ich... Oh oh. Man kann ihn wirklich nicht staggern. Ich habe die andere Waffe gar nicht. Alter! Ich versuche schon einigermaßen vorsichtig vorzugehen. Boah, ey, schon wieder ein neuer Move, ne? Alter! Ich weiß, es ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig, aber das muss jetzt sein. Ich will ihn jetzt legen. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Alter, ey, er kommt halt wirklich einfach an die Jumpy. Auf der Leiter platt gemampft. Scheiße. Ich sag, er vergesst die Tür mit der Axt. Guckt euch das an, was ist das für ein Moveset? Null berechenbar. Guckt euch das an! Guckt's euch an! Du kommst nicht zum Ausweichen! Alter! Es tut mir leid, aber das muss sein. Der muss sterben. Ich gebe mich nicht zufrieden, bis der nicht tot ist. Das ist jetzt mein Ziel für heute. Ich will diesen Fischbastard mit der Keule tot sehen. Alles andere ist mir egal. In der heutigen Session kümmere ich mich nur darum. Zu langsam, viel zu langsam die Waffe. Alter Schwede. Jetzt gibt's auch einen Sack. Mach ich dir Feuer unterm Hintern. Du kommst nicht weg. Das ist doch nicht wahr. Ich heile mich voll. Das hat er eben auch gemacht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Auf jeden Fall. Kommt er jetzt hier gleich angejumpt? Komm. Da kommt der andere. Ist. Oh Gott. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. From Software, das ist nicht euer Ernst. Gegen zwei von diesen dreckigen Fischviechern. Und wahrscheinlich ist es auch erst zu Ende, wenn ich beide gekillt habe. Alter, diese... Guckt euch das mal an, was der für einen Schaden macht mit einem Treffer. Das Problem.
meine Fresse, ey. Das kann doch nicht angehen. Immer so kurz davor. Das ist diese blöde Panikmache. Weil ich jetzt wusste, dass gleich der andere kommt. Ja, ihr seid Helden. Flucht. Ich hoffe, das überlebe ich jetzt. Natürlich steht da einer direkt davor und sticht mich ab. Vergiftet. Okay, 4 Stück. Ich geh jetzt hoch. Es war ein bisschen lame, aber es funktioniert. Dreh dich doch nicht weg! Oh nee, Alter, ich hasse es. Genau in dem Moment komme ich außer Reichweite zum Anlocken. Komm her, Digga. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich hab den Knopf gar nicht richtig gedrückt. Das kann ich eh wieder vergessen. Ich muss den killen, bevor der zweite unten ist. Das sind ja nicht mal Gegner, vor denen man weglaufen kann. Ihr seht warum. Wo ist der zweite? So. Wie, du lebst noch? Neue Tablette. Blitzpapier. Weiß mal ernsthaft, wo ist der andere? Der ist weg. Aber ich höre ihn noch. Dieses Jaulen war doch von ihm, oder? Hat er sich jetzt in die Wand gepackt? Okay, wir klettern mal die Leiter wieder hoch. Okay, jetzt hat er registriert, dass ich den gekillt habe. Hat aber gedauert. Er ist ja durch den Boden gefallen wahrscheinlich. Nein, nein, ich darf jetzt nicht sterben. Ich muss weg. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Und erkläre ich gleich. Jetzt muss ich erstmal überleben. Ich habe es nämlich beide gekillt. Der eine ist wahrscheinlich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, durch den Boden gefallen. Das heißt, wenn der ein Item fallen gelassen hat, komme ich da jetzt nicht ran. Das heißt, ich muss jetzt wieder da runter, das Spiel einmal beenden und wieder rein, ohne zu sterben. Was leichter gesagt klingt, als es eigentlich ist.
Hier liegt nämlich gar nichts. Und da oben komme ich irgendwie auch nicht hin. Na gut, wir gehen mal kurz raus. Normalerweise spawnen die Items dann irgendwo in Reichweite. Gucken wir mal. Aber hier liegt nichts. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Was für mich so viel heißt, wenn er was fallen gelassen hat, ist es für immer verloren. Oder aber er hat nichts fallen gelassen. Oder aber ich muss die beiden nochmal killen. Das wäre die mir unliebsamste Alternative. Ich hasse diese Viecher, ey. Ich hoffe inständig, dass da nicht noch mehr von kann. Es kann doch nicht wahr sein, ey. Ihr habt's gesehen, ne? Dass er mich eigentlich nicht getroffen hat. Das habe ich auf Band. Ich. Das ist doch nicht euer Ernst! Das ist jetzt nicht euer Ernst! Das ist doch nicht wahr. Ja, da kommt. Ne, da kommt er jetzt. Du kannst nicht ausweichen bei diesem Move. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du bist der Größte, ey. Dass die auch so eine dumme Jump-Attacke haben, die ihren halben... Das hat einfach keinen Sinn. Ich komme nicht zum Schlag. Und diese blöde Waffe hat auch noch so eine mickrige Reichweite. Ey, ihr seht es selbst. Es hat keinen Sinn so. Es hat keinen Sinn. Ich muss ihn killen, bevor der andere runterkommt. Und das ist einfach nicht möglich. Ist doch nicht da. Ja, toll. Ach komm, leck mich. Es hat doch keinen Sinn mehr, ey. Ich bin ausgewichen. Ich bin fucking nochmal ausgewichen. Er trifft mich trotzdem. Ey, wie spät soll ich denn noch ausweichen, damit er mich damit nicht trifft? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, nee. Jetzt kommt er mit sowas um. Immer wieder einen neuen Move, ey. Da hat man sich auf einen anderen eingestellt und er kommt mit einem komplett anderen Move. Das nichts Geiles gebrochen. Schon wieder. Ey, guckt euch das. Guckt's euch an mit einer Attacke. Mit einer fucking Attacke. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh. Ich werde heute Nacht Albträume von diesem Vieh haben. So, jetzt warte ich den Angriff ab. Ja, natürlich, seit wann kannst du sowas? Und dann kommt der... Ja, ja, ist gut. Dann kommt der Sprung, obwohl ich einen halben Meter vor dir stehe. Du bist der Größte. Und ich springe zu früh. Ich kotze im Dreieck. Du bist echt... Du bist ein toller Gegner.
Es hat einfach keinen Sinn, ey. Jetzt sind sie beide wieder da. Ja, und jetzt kommt der... Ja, ich weiß, ihr kommt beide mit eurer Jump Attack. Ihr seid die Größten. Könnt ihr euch nicht einfach gegenseitig killen? Tut mir den Gefallen. Nein, nein, nein! Wie sieh ihn doch an! So, komm. Ganz ruhig jetzt. Volle Lebensenergie, das riskiere ich nicht. Das war dein Todesurteil. Stirn! Oh, meine Fresse! Und wehe, dieses Item, was da jetzt liegt, hat sich nicht gelohnt, ey. Dann, ohne Scheiß. Dann seht ihr jetzt hier gleich nur noch eine Fehlermeldung oder irgendwas anderes oder ihr werdet das alles niemals zu Gesicht bekommen. Kuju. Cool.